Herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit zum Thema Abbildungstabellen und Stichwortverzeichnis. In den kommenden Minuten erlernen Sie, Abbildungen und Tabellen zu beschriften, ein Abbildungs- bzw. Tabellenverzeichnis zu erstellen und ein Stichwortverzeichnis, einen sogenannten Index, zu erzeugen. Beginnen wir mit dem Beschriften von Abbildungen und Tabellen. Ich habe hierfür schon ein mehrseitiges Dokument mit einigen Bildern vorbereitet. In einem eigenen Dokument können Sie die Schritte gleich selbst probieren. Das Beschriften von Bildern und Tabellen erfolgt auf dieselbe Art und Weise. Zunächst markieren Sie das gewünschte Objekt, in unserem Fall ein Bild. In der Registerkarte Verweise ruft man nun das Dialogfenster Beschriftung auf, indem man einfach auf Beschriftung einfügen klickt. Hier kann man nun die passende Bezeichnung wählen, Abbildung oder Tabelle, oder auch eine neue Bezeichnung hinzufügen. Ergänzen Sie nun den Titel des Bildes bzw. der Tabelle, in unserem Fall Mädchen verzweifelt, und fügen Sie nun die Bezeichnung mit der Schaltfläche OK ein. Ich führe dies nun bei allen weiteren Bildern und Tabellen durch. Und nun kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, ein Abbildungs- und/oder Tabellenverzeichnis einfügen. Wenn alle Objekte beschriftet wurden, positioniert man die Einfügemarke an der gewünschten Stelle. In meinem Fall ganz am Ende des Dokuments. Wechseln Sie hierfür ins Register Verweise. Dann wählt man ganz einfach den Befehl Abbildungsverzeichnis einfügen. Im Dialogfenster Abbildungsverzeichnis kann man nun noch Feinheiten wie die Darstellungsform oder das Füllzeichen einstellen und das entsprechende Verzeichnis mit einem Klick auf OK hinzufügen. Auch bei diesem Verzeichnis handelt es sich um ein sogenanntes dynamisches Element. Werden also weitere Beschriftungen hinzugefügt oder verschieben sich die Seiten, kann man das Verzeichnis über das Kontextmenü, also über einen Rechtsklick, aktualisieren. Im nächsten Schritt erstellen wir ein Stichwortverzeichnis, einen Index. Mit einem Stichwortverzeichnis findet man ganz schnell alle Seiten, wo die entsprechenden Wörter im langen, umfangreichen Dokument zu finden sind. Das ist also ein besonderes Service für den Leser bzw. die Leserin. Zunächst müssen wir die Wörter für das Stichwortverzeichnis definieren. Hierzu markieren Sie Wörter, die im Verzeichnis aufscheinen sollen, und fügen diese hinzu. Ich zeige Ihnen das anhand des Beispiels Technologien. Ich markiere dieses, wähle die Registerkarte Verweise und in der Gruppe Index den Befehl Eintrag festlegen. Sie können hier noch weitere Einstellungen treffen und insbesondere entscheiden, ob im Index nur diese Seite neben dem Wort Technologien oder alle Seiten, auf denen das Wort zu finden ist, aufscheinen soll. Wir möchten, dass der Leser alle Seiten sieht und somit sich die unterschiedlichen Seiten ansehen kann und wählen daher alle festlegen. Ich schließe das Dialogfenster. Sie sehen nun neben dem Wort Technologien eine geschwungene Klammer mit dem Kürzel XE und Technologien. Wenn Sie Start wählen und die nicht druckbaren Zeichen ausschalten, ist das weg. Das heißt, das wird auch nicht bei einem Ausdruck oder bei dem erzeugten PDF aufscheinen. Ich zeige Ihnen das Ganze nochmals anhand eines zweiten Beispiels. Ich wähle hierfür das Wort oder die Wortgruppe Web 2.0, die Registerkarte Verweise, Eintrag festlegen und möchte, dass alle Seiten, wo dieses Wort aufscheint, im Index angezeigt wird. Schließen. Auf diese Weise können Sie alle Einträge für das Stichwortverzeichnis festlegen. Im Anschluss positionieren Sie Ihre Einfügemarke an einer Position, wo Sie das Stichwortverzeichnis den Index einfügen möchten. Ich mache das wieder auf der letzten Seite. Nun brauchen Sie nur mehr im Register Verweise in der Gruppe Index, Index einfügen, wählen.
Hier können Sie wieder weitere Feinheiten einstellen. Zum Beispiel, Sie können das Aussehen des Indexes festlegen. Sie bestätigen das Ganze mit OK und schon wird das Stichwortverzeichnis der Index eingefügt. Wir haben nun Abbildungen beschriftet, ein dynamisches Abbildungsverzeichnis eingefügt und ein Stichwortverzeichnis erzeugt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.